Hallo, ich habe jetzt Torge, Spitzenkandidat für den Wahlkampf in Schleswig-Holstein bei mir. Und ein Kritikpunkt, der den Piraten ja immer gemacht wird, ist, sie hätten kein Programm. Kannst du uns mal kurz und knapp so die wichtigsten Programmpunkte der Piratenpartei Schleswig-Holstein aufzählen? Wird schwierig, wir haben ja kein Programm. Jetzt. Bitte, wir sind hier nicht im Mainstream, wir sind hier bei den Piraten, hier kannst du Klartext reden. Achso, Klartext, ja klar. Programm bei uns ist eigentlich knapp 65 Seiten lang. Die Klassiker dabei, Bürgerrechte, Transparenz, mehr Demokratie, alles dabei. Darüber hinaus haben wir als Alleinstellungsmerkmal hauptsächlich ein landwirtschaftliches Programm. Ich bin, glaube ich, der erste Landesverband, der überhaupt was zu gesagt hat. Kannst du da ein bisschen in Tiefe gehen? Ja, wir setzen uns dafür ein, zum Beispiel für eine gentechnikfreie Zone in Schleswig-Holstein, ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen Landwirtschaft in Schleswig-Holstein, also gegen Agrarfabriken zum Beispiel. Rechnest du denn damit, dass da viele Stimmen gefangen werden? Weil Schleswig-Holstein ist ja, glaube ich, überwiegend die Wirtschaft, Agrarbetriebe, oder? Ja klar, aber das sind zum Beispiel Sachen, da kriegen wir extrem viel positives Feedback zu diesen Positionen. Also die Leute wollen das, auch die Landwirte wollen das. Und die Landwirte haben auch teilweise mitgearbeitet an dem Programm. Das ist auch kein Problem. Ansonsten ist natürlich bei uns ein guter Aspekt natürlich der Datenschutz. Meine Datenschutzthemen sind bei uns auch sehr wichtig. Wir haben ja das starke Datenschutzzentrum im OLD in Kiel sitzen. Und da haben natürlich auch einige Punkte. Wir wollen zum Beispiel einen Grundsatz der Datensparsamkeit in die Landesverfassung schreiben. Wir wollen vorhandene Gesetze und Verordnungen nochmal prüfen hinsichtlich Datenschutzaspekten. Mit Daten, Speicherungsfristen und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die wir halt auch mal noch angehen wollen zum Beispiel. Ein Kritikpunkt ist ja, dass ihr den Punkt Studiengebühren in eurem Programm habt, obwohl es doch in Schleswig-Holstein offiziell keine Studiengebühren gibt. Bin ich da richtig informiert? Nee, bist du nicht. Es gibt Studiengebühren, die ihr abschaffen wollt? Nein. Also, du bist in dem Sinne richtig informiert, dass es keine Studiengebühren gibt in Schleswig-Holstein, du bist aber falsch informiert im Sinne, dass wir fordern, dass wir sie abschaffen wollen. Das ist eine falsche Überschrift. Im Text da drin steht drunter, dass wir nicht wollen, dass sie eingeführt werden. Da ist die Überschrift tatsächlich ein Fehler drin. Also Studenten dürfen euch wählen, wenn sie weiterhin kostenlosen Zugang zur Bildung haben wollen. Inwieweit ist Bildung für dich wichtig? Für Deutschland, für Schleswig-Holstein, für die Zukunft? Ja, es ist eigentlich das Wichtigste überhaupt für uns. Meine Bildung, also ganz Gesellschaft basiert auf Bildung. Also sämtliche demokratischen Prozesse funktionieren eigentlich nur durch Bildung. Man kann nur vernünftige Entscheidungen treffen, wenn man sich vernünftig informiert hat und vernünftig auch das Handwerkszeug dazu hat, um diese zu treffen. Und das ist bestimmt nicht nur den persönlichen Werdegang, das ist alles. Also Bildung ist für jeden und alles wichtig, für alles, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und von daher kann man einfach auch nicht sparen und irgendwie auch, muss man auch klarer da halt auch Prioritäten setzen. Inwieweit habt ihr euch von den Berliner Piraten inspirieren lassen im Wahlkampf und wo gibt es Unterschiede? Berlin ist eine Stadt, Schleswig-Holstein ist ein Flächenland. Also von der Logistik her ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. So ein bisschen haben wir vom Berliner Design abgekupfert, allerdings auch schon ein bisschen mehr auf Schleswig-Holstein gemünzt. Und solche thematisch ist halt auch ganz andere Themen da so wichtig. Landwirtschaft interessiert in Berlin keine Sau. Aber das ist für Schleswig-Holstein einfach wichtig. Klar. Schleswig-Holstein ist ja pleite. Das macht ja den Spielraum für die Parteien relativ eng. Inwieweit sind Schuldenbremse sowas bei euch im Programm? Inwieweit habt ihr noch Spielraum? HSH Nordbank hat ja Schleswig-Holstein relativ hart getroffen. Ja, das hat auch Hamburg hart getroffen. Also wir kennen uns klar zur Schuldenbremse in unserem Programm und wir haben auch sowas drin wie ein Finanzierungsvorbehalt. Wir würden da sagen, hey, bevor wir jetzt großartige Forderungen aufstellen, die den Landeshaushalt irgendwie, weiß ich was, ins Minus reißen, sagen wir lieber vorher, okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Also wir wollen schon ein klares Bekenntnis dazu, das vernünftig wirtschaften. Ich danke dir für das Interview. Okay, da finde ich. Klar machen zum Ändern. Ach, Alter.